Ja, wir sind jetzt hier auf der NuFarm am Stand von EBB. EBB ist der große Vertriebs- und Servicepartner von DAF hier in der Region Karlsruhe. Und wir wollen uns einfach mal ein bisschen umschauen, was DAF hier an Innovationen mit zur Messe gebracht hat. Und dazu sind wir mit DAF Deutschlands Geschäftsführer Willem van Saambeek verabredet. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein in den DAF und sagen Hallo. Ja, lieber Herr van Saambeek, herzlichen Dank für die Einladung hier an den Stand. Ich habe es gerade schon gesagt, DAF hat viele Innovationen hier im Messegepäck, zeigt vieles Neues. Es hat sich ja doch in den letzten Jahren einiges bei DAF Trucks geändert. Der XF, der alte XF und der alte CF waren immer sehr, sehr beliebt bei den Lkw-Fahrern. Allerdings, ich sage es jetzt mal so plakativ, auch ein bisschen in die Jahre gekommen, eine relativ alte Kabine. Ja. Und das haben eben auch viele Transportunternehmer gesagt, so, wir warten jetzt erstmal, ob DAF was Neues bringt, wann bei DAF was Neues kommt. Ich glaube, das ist jetzt soweit. Bei DAF ist einiges neu. Ja. Jetzt mit dem neuen kleinen leichten Verteiler-Lkw, der demnächst erscheint, ist das Portfolio komplett geschlossen bei DAF. Wirklich vom kleinen leichten Verteilerfahrzeug bis zum schweren Fernverkehrsfahrzeug ist das ganze Sortiment erneuert und auf den neuesten Stand sozusagen. Ja, was hat sich denn genau im Detail in den letzten 2 Jahren bei DAF Trucks alles so geändert? Was gibt's Neues? In den letzten 2 Jahren haben wir das komplette Produktportfolio erneuert. Wir haben vor 2 Jahren auch hier auf der NuFarm zum ersten Mal in Deutschland unsere sogenannte neue Generation DAF vorgestellt. Ja. Wobei wir damals der erste Hersteller waren, die das neue Gesetz der EU komplett ausgenutzt haben. Wir haben die Autos nach vorne etwas verlängert, wir haben nach hinten die Kabinen etwas verlängert und haben dann vor 2 Jahren hier auf der NuFarm die Fernverkehrsautos vorgestellt als XF, XG und XG Plus. Und mittlerweile sind wir ganz stolz darauf, dass die Familie komplett ist. So, wir haben jetzt dieses Jahr noch unterschiedliche Varianten mit mehreren Achsen, auch mit nochmal ein neues Fahrerhaus, das XD-Fahrerhaus, was auch für dieses Jahr der Truck of the Year ist, bekannt gegeben auf der IAA letztes Jahr. So, wir haben jetzt ein XD, ein XF, ein XG und XG Plus, alle basiert auf dasselbe Grundprinzip für die Kabinen, wo das Fahrerhaus nach vorne etwas länger ist, runter ist, 20% oder über 20% weniger Luftwiderstand hat, alles auch viel fokussiert auf Sicherheit, genau in direkter Sicht zum Beispiel, weil das wusste ich auch nicht, aber wir als Menschen reagieren immer schneller auf alles, was wir direkt sehen, auf, im Vergleich zu alles, was über einen Spiegel oder ein Kamerasystem kommt. Und wir haben ganz viel Wert gelegt auf mehr Komfort, mehr Raum für den Fahrer. Und jetzt ist das hier ein bisschen übertrieben, aber es gibt wirklich ganz, ganz viel Raum in der neuen Kabine, insbesondere bei XG und noch mal ein bisschen mehr bei der XG Plus, was wirklich unser Topmodell ist. Und wir sind immer noch der Einzige, die das gemacht haben. Bisher keine andere Hersteller hat da etwas Neues vorgestellt. Und ich habe das, glaube ich, gerade schon gesagt, wir sind jetzt ganz stolz, dass wir das komplette Programm da haben. Wir kommen jetzt auch noch mit Erneuerung der LF, das wird der XB, die dann auch von draußen so aussieht, wie sag mal die größere Brüder. Und auch der LF bekommt dann als XD das komplett neue Armaturenbrett, was dann auch mit alles elektronisch und neue Schirmen ist. Und ja, dann ist die Familie komplett. Wir können dann alles, was wir vorher liefern können und sogar ein bisschen mehr in diese neue Baureihe. Und damit hat im Grunde DAF dann jetzt das aktuellste und neueste Fahrzeugportfolio sozusagen überhaupt auf dem gesamten Markt. Ja. Und sich dadurch auch einen großen Wettbewerbsvorteil natürlich herausgearbeitet. Und das ist schon ganz spannend. Jetzt sitzen wir gerade hier gemeinsam in der Kabine. Wir haben uns vorher schon mal so ein bisschen umgeschaut draußen hier am Stand von EBB. Jetzt natürlich eine ganz wichtige Frage. Was hat DAF Trucks denn jetzt alles hier mit zur Messe gebracht? Was genau können wir uns hier in Karlsruhe am Stand alles Schönes anschauen? Ja, dann werde ich vorschlagen, wir machen mal eine kleine Runde. Ja, prima, gute Idee. Ja, jetzt stehen wir gerade vor einem Fahrzeug. Ich kann mich gut erinnern, letztes Jahr im September, fast vor genau einem Jahr auf der IAA,
Da hat dieses Fahrzeug seine Weltpremiere gefeiert. Ja. Was genau sehen wir jetzt hier? Vor welchem Fahrzeug stehen wir jetzt? Wir stehen jetzt für ein XD mit einem 410 PS 11 Liter Motor. Und das Konzept von diesem Fahrzeug ist eigentlich so wie der XF. Die Kabine ist fast genau gleich, steht aber etwas niedriger auf das Fahrgestell. Deswegen hat man natürlich hier, was ganz wichtig ist im Verteilerverkehr, eine Stufe weniger. Man kommt ganz schnell rein und raus aus das Auto und hat natürlich auch da alle anderen Vorteile vom XF, XG oder XG+. Weniger Luftwiderstand, weniger Kraftstoffverbrauch, aber eigentlich wirklich geeignet für Verteilerverkehr. Und es gibt auch noch ein paar andere Beispiele. Man kann so ein Fahrzeug auch mit einem Kipper ausrüsten oder mit einem Betonmischer. Kein Fernverkehrauto, aber ein regionales Auto. Also ein echtes Multitalent sozusagen für Construction-Anwendungen, für den Fernverkehr, aber eben auch für Verteilereinsätze. Genau, und was für uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt das Fahrerhaus genauso gleich haben wie bei der XF, nur etwas niedriger auf dem Chassis und nicht mehr der Unterschied, was wir in der Vergangenheit hatten mit der CF und der XF. Und das ist, denke ich, auch wirklich ein Fahrerhaus, was auch beim Fahrer im Verteilverkehr oder im Nahverkehr wirklich gut ankommt. Ja, jetzt stehen wir auch wieder vor einem XD. Allerdings haben wir jetzt noch eine Zusatzbezeichnung, XD Electric. Was genau verbirgt sich denn hinter Electric hier bei dem Fahrzeug? Ja, bei der Entwicklung der neuen Fahrzeugbaureihe und das neue Fahrerhaus haben wir uns so aufgestellt, dass wir auch alle möglichen neue alternative Antrieben in das Fahrzeug platzieren können. So, das Fahrzeug ist auch bei der Entwicklung von Konzept, vom Fahrerhaus, vom Chassis so entwickelt, dass man auch das Fahrzeug mit einem Elektromotor und natürlich mit Batterien ausrüsten kann. Und was wir hier sehen, ist ein XD als Sattelzugmaschinen mit 5 Batterien und einem Elektromotor. Und das Auto nehmen wir jetzt in Serienproduktion und wird auch schon in Deutschland verkauft und bald ausgeliefert. Ich kann mich gut an den alten CF Electric erinnern. Ja. Das war ja eine Gemeinschaftsentwicklung mit einem großen niederländischen Partner zusammen. Ist der XD Electric jetzt auch wieder mit einem externen Partner zusammen entwickelt worden oder hat dafür das Fahrzeug selber entwickelt? Jedes Fahrzeug, was hier steht, haben wir mit Lieferanten zusammen entwickelt. So, wir machen nicht alles selbst, wir versuchen viel selbst zu machen. Aber die Idee hinter das Konzept hier ist, dass wir die Autos auch selbst bauen. So, wir haben in Eindhoven jetzt ein separates Werk mehr oder weniger gebaut, wo wir die Autos dann auch produzieren können. Kaufen natürlich immer noch Teile ein von Lieferanten, aber das gesamte Konzept, da sind wir jetzt leading, wenn man so auf Neudeutsch sagen kann. So, das ist von uns entwickelt, natürlich mit Partner, aber auch mit der Idee, um das selbst dann auch produzieren zu können, das Fahrzeug. Das heißt, wenn man so ein Fahrzeug dann als Kunde bei Ihnen bestellt, kommt das sozusagen alles aus einer Hand als Komplettlösung direkt aus Eindhoven von DAF. Ja. Es ist im Moment so, dass das Chassis und das Fahrerhaus werden genauso produziert wie die Dieselfahrzeuge. Dann geht es in eine andere Halle und da wird dann alles, was mit dem Elektroantrieb zu tun hat, wird dann zugerüstet. So, zuerst kommen dann die Batterien, dann gibt es ein Modul, die das alles ansteuert und natürlich den Elektromotor kommt dann dazu und dann geht es weiter. Und Sie sagten es gerade schon, man kann das Fahrzeug so schon bestellen bereits. Ab wann wird es dann ausgeliefert? 24 oder noch Ende 23? Wir fangen jetzt an mit den ersten, nicht Prototypen, aber die Vorserien in der Produktion. Und dann die Kundefahrzeuge kommen Anfang 2024, werden die peu à peu ausgeliefert. Ja. Bestellungen haben wir schon, aber können immer mehr sein. Jetzt sind wir hier am Flaggschiff von DAF sozusagen angekommen. Wir haben den XG Plus hinter uns für klassische Fernverkehrsanwendungen mit der großen Kabine, der größten Kabine, die am höchsten und am breitesten sozusagen im Angebot von DAF ist. Aber ich glaube, das ist jetzt kein Standardfahrzeug, was wir hier sehen, oder? Was genau sehen wir hier? Ja, das ist sicher kein Standardfahrzeug. Sie haben gesagt, das größte Fahrzeug von DAF, ich glaube auch das größte am Markt. Besser oder größer geht im Moment nicht am Markt in Europa. So, wir sind ganz stolz darauf, dass wir
ein Fahrzeug entwickelt haben, ein Konzept entwickelt haben, was sehr, sehr gut ankommt bei Fahrern. Wirklich, es gibt viele Fahrer, die uns sagen, okay, so ein Auto möchte ich haben. Und das Beispiel hier ist ein Fahrzeug, was für auf Kundenwunsch, aber ich denke auch auf Fahrerwunsch nochmal wirklich optimiert ist. Das hat noch ein paar zusätzliche Highlights. Wenn man hier sieht, das Licht hier beim Logo, ein zusätzlicher Spoiler, das ist nicht original. Aber man sieht wirklich, dass es dass immer noch Fahrer gibt, die so ein Fahrzeug bekommen, dass es immer noch Unternehmen gibt, die das wirklich als Zusatz für den Fahrer machen. Nach unserer Meinung auch ganz, ganz wichtig, weil mit fast allen Kunden, die wir sprechen, sagen, okay, wir brauchen oder wir könnten mehr Fahrer einsetzen. Wir brauchen Fahrer. Es ist wirklich wichtig, dass man auch mit einem Fahrzeug deinen Fahrer behaltet. Und im Moment ist es so, denn der der Fahrer hat, der Unternehmer fährt auch am Ende der Fracht, weil wir haben noch keine Autos, die sich ohne Fahrer bewegen. Ja. Und ich glaube, wir haben hier wirklich mit so einem Fahrzeug ein gutes Argument für den Spediteur, neue Fahrer auch gewinnen zu können. Ja, weil wenn man das sieht, das sieht schon klasse aus und welcher Fahrer würde nicht mit so einem Fahrzeug gerne fahren. Also auch durchaus ein Vorteil, den der Transportunternehmer sich mit solchen Fahrzeugen, auch mit solchen speziell ausgerüsteten Fahrzeugen eben auch dann schaffen kann. Ja, ja, vollkommen recht. Ja, auch bei dem XF, wo wir jetzt stehen, haben wir wieder eine Zusatzanmerkung, eine Zusatzmarkierung, und zwar ein C. Was genau bedeutet denn jetzt diese Zusatzbeschriftung C bei dem Fahrzeug? Die C steht für Construction. So, das sind Fahrzeuge, die zugerüstet sind, um in Baugewerben zu arbeiten, zu fahren, zu arbeiten. Man sieht zum Beispiel, dass das hier nicht im Stahl ist, aber in Kunststoff. Die Fahrzeuge haben eine höhere Bodenfreiheit. Auch da vorne kann man sehen, dass es einen anderen Stoßstang gibt, um das Fahrzeug auch da weniger empfindlich zu machen für alles, was man so im Gelände sieht. Und wir haben das hier als Fahrzeug als Keeper aufgebaut. Und da an die andere Seite sieht man zum Beispiel auch ein Construction, aber dann aufgebaut mit einem Betonmischer. Die Fahrzeuge gibt es hier als Dreiachse, da ein Beispiel als Vierachse. Man kann die natürlich auch als Vierachse-Keeper aufbauen. Und damit, mit dieser Construction-Variante, haben wir, denke ich, auch für jeden Einsatz im Baugewerben, im Kiesgruber, aber auch als Betonmischer das richtige Fahrgestell, was man dann auch vernünftig aufbauen kann und natürlich auch sehr gut einsetzen kann für alle möglichen Arbeiten, die man so machen kann mit so einem Fahrzeug. Ja, jetzt haben Sie uns ja gerade hier am Stand das aktuelle Portfolio von DAF vorgestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, die mich beschäftigt, was kommt denn bei DAF als nächstes? Auf was dürfen wir uns denn jetzt in der nahen Zukunft noch alles freuen? Was ist geplant? Ja, wir haben schon kurz über der XB gesprochen, der Nachfolger der LF. Der ist jetzt bekannt gegeben, da gibt es die ersten Bilder auch von das Auto. Ja. Da fangen wir an mit der Produktion Ende dieses Jahr. So die ersten Fahrzeuge, die ersten Demo-Fahrzeuge sieht man vielleicht Ende dieses Jahr, aber bestimmt Anfang nächstes Jahr auf die Straße. Und wie gesagt, damit ist dann die komplette Familie der neue Generation DAF komplett. Und dann geht es natürlich weiter. Wir haben vorher das Elektrofahrzeug mal gezeigt, angesprochen. Wir entwickeln weiter in alternative Antrieben als DAF, aber gemeinsam auch mit dem Mutterkonzern und die Tochter- oder Geschwisterunternehmen Peterbilt und Kenworth. Neben Elektro zum Beispiel mit Wasserstoff in Elektro-Fuel-Cell, aber auch sehen wir noch eine Zukunft für einen Wasserstoffverbrennungsmotor. Und es geht weiter, anderes Beispiel, in die ganze Connectivity des Fahrzeugs. Wie arbeitet, wie tauscht der Fahrer und der Disponent des Fahrers oder das Fahrzeug sich aus mit das Auto, wie sich das bewegt. Da kommen auch zum Beispiel neue Apps, die wir gemeinsam mit Partnern entwickeln. Und dann haben wir nächstes Jahr natürlich die neuen Sicherheitssysteme, die verpflichtet sind. Die haben wir auch schon vorbereitet, kommen auch in jedes Auto ab nächstes Jahr, weil das einfach verpflichtet ist ab Mitte nächstes Jahr.
und dann irgendwann vielleicht auch ein Fahrzeug, was mehr autonom fährt, als was wir jetzt kennen. Aber da haben auch andere Unternehmen, zum Beispiel Google, riesen Milliarden investiert und haben das Problem immer noch nicht gelöst. Und da arbeiten wir dran, aber das wird noch eine Zeit dauern, bis das wirklich ein Konzept ist, was auch im Lkw-Bereich wirklich funktioniert, ist unsere Erwartung. Ja, das klingt doch schon mal sehr, sehr spannend. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben, das Ganze begleiten und freuen uns auf viele spannende Neuheiten von DAF. Und ich würde sagen, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank. Wir machen weiter. Wir machen weiter.